Peter Quill! Peter Quill! Peter Quill, wach auf! Drax. Wir haben es besprochen, Mann. Du musst das lassen. Dein uneheliches Kind hatte recht. Meine Familie wird wiederhergestellt. What? Ja, okay. Wir müssen nur Vertrauen haben. Kapitel 10, Glaubensprüfung. Drax, mein Traum. Du machst mich echt nervös, Mann. Du sollst die frohe Botschaft auch hören, Peter Quill. Auch du hast deine Familie verloren. Deine Mutter. Die Kree-Frau. Du weißt, wie viel Schmerz Verlust bereitet. Drax. Doch der Glaube und das Versprechen der Matriarchin können unsere Familie wieder vereinen. Drax. Also ich... Du hast ihr Versprechen doch angenommen, oder, Peter Quill? Noch nicht so richtig. Aber nicht, weil ich nicht will. Ich hab nur ein paar Fragen. Ich verstehe. Das Versprechen der Matriarchin ist überwältigend. Überwältigend, kann man wohl sagen. Ich habe auch Zeit gebraucht, um das Wunder ihres Versprechens zu erkennen. Genau. Zeit. Brauche ich auch Zeit. Ich gebe dir Zeit, Peter Quill. Allerdings bin ich unsicher bei den anderen. Der Holzmann lässt sich womöglich bekehren, aber ich fürchte die Attentäterin und der Nager nicht. Das macht sie zu einer Bedrohung für unsere Sache. Ich muss sie beseitigen. Warte! Wieso? Wenn Wächter kämpfen, weil sie unsere Familie sind, gib ihnen eine Chance. Und Wächter bedienen, weil es Mut ist, Mann. Sie sind unsere Familie. Sie verdienen eine Chance. Das ist alles ein bisschen viel für sie. Glaubst du wirklich, sie nehmen das Versprechen an? Ich weiß es. Nimm Gamora. Ihr Vater war Thanos. Sie muss noch einiges verarbeiten, bevor sie das annehmen kann. Und Rocket! Wo fange ich da an? Er ist quasi ein wandelndes Laborexperiment. Und was Nikki, die Matriarchin, da gerade anbietet, das ist quasi völliges Neuland für ihn. Und der Holzmann? Du hast doch selbst gesagt, der wird dabei sein. Wir reden von Groot, Mann. Er ist unser Fels. Na gut, Peter Quill. Tja, gut, das ist toll. Ich sag's gleich den anderen. Nein, ich hole sie und bringe sie zu dir. Und wie? Sie ist eine Million Lichtjahre entfernt. Wir sind bereits auf ihrem Planeten gelandet. Denk scharf nach, Peter Quill. Wenn ich zurückkehre, will sie eine Antwort von dir. Warte! Drax! Was zum... Wir können doch darüber reden! Na toll. Zum Glück gibt's einen Weg nach draußen. Bist du da? Sag mir, dass du nicht tot bist. Quill? Zum Glück kommen wir jetzt hier durch das Loch. Das Brot nehmen. Dann. Bitte sei nicht tot. Ach Mann, was ist denn? Kinderspielzeug des Kreens. Was können wir denn machen? Haben wir unsere Blaster nicht dabei?
Oh, ich bin hier, Rocket. Oh, Flach sei Dank. Peter, Rocket, warum ist meine Tür von außen versperrt? Ja, Rex hat sich möglicherweise der Kirche angeschlossen. Was, im Ernst? Ich bin Grant. Ich weiß, es ist super verkorkst. Drax ist auch verkorkst. Jetzt er hat raus, vielleicht auf die Sacrosanct gebracht, um die Matriarchin zu finden. Aber don't worry. Ich hab vielleicht eine Idee. Nämlich? Cammy hat sich... Mit was? Ich mich durchquetschen? Du steckst vor dem Jammerkopf Cammy ein Loch ins Schiff gefressen. Okay, ich bin draußen. Ah. Noch nicht. Das war das Ding. Ich bin mal wieder zurück, oder wie? Weißt du was? Ich bin sogar froh, dass das passiert ist. Warum? Warum? Weil ich euch gesagt habe, dass dieses Ding alles anknabbern wird. Aber habt ihr auf mich gehört? Oh nein, auf Rocket hört man nicht. Er kann nur reparieren. Moment, bist du jetzt froh, dass Cammy ein Loch in die Wand gefressen hat, oder nicht? Nein, aber vielleicht schon. Wenn wir dadurch hier rauskommen. Okay, das machen wir jetzt. Ich bin Groot. Ach, ratet mal, wer die Shots repariert, wenn das alles vorbei ist. Falls wir nicht vorher sterben. Ich bin Groot. Darauf kannst du deine Rinde verwetten. Und ohne mich würde die Milano übrigens immer noch ziellos durch den Weltraum treiben. Gern geschehen übrigens. Ja, wir sind dir dankbar, dass du das Schiff repariert hast, damit Drax es entführen konnte. Wow. Was? Was ist denn? Okay, die gute Nachricht ist, wir sind nicht auf der Sacrosanct. Die schlechte Nachricht ist, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Darum kümmern wir uns später. Lass uns erstmal raus. Okay. Dann bin ich raus. Kannst du im Cockpit die Türen entsperren? Sag mir bitte, dass du weißt, wo das Cockpit ist. Ich weiß, wo das Cockpit ist. Erledigt, wir treffen uns im Aufenthaltsraum. Worauf warten wir? Wir müssen runter von dieser Dreckskugel, bevor der gehirngewaschene Grüne mit seiner neuen Freundin hier eincheckt, dieser beknackten Materialien. Rocket, hör auf! Wir lassen Drax nicht im Stich. Ist er überhaupt noch Drax? Ich meine, jetzt, wo er konvertiert ist. Ich weiß. Wir müssen ihn eben von der dunklen Seite zurückholen. Der ist sehr gefährlich. Du hast ernsthaft vor, ihn zu kidnappen? Drax, den Zerstörer? Ihn jetzt als Gegner mit Betonung auf der Zerstörer. Wir sind schon zu weit gekommen und haben zu viel durchgemacht, um jetzt einen Freund zurückzulassen. Und noch ist Drax unser Freund. Oh nein, das ist nicht mehr unser Freund. Muss ich deutlich machen, wer hier das Kommando hat? Du zielst doch jetzt nicht mit deinen Scheißknarren auf mich. Nein, noch nicht. Ich will nur, dass du begreifst, wie ernst die Lage ist. Wir werden hier bleiben. So ist das? Flarquill. Es wurde auch langsam Zeit, dass du mal Eier zeigst. Also gut, ich bin dabei. Sonst noch Einwände? Nein, alles gut. Ich bin gut. Gut, dann suchen wir mal unseren Freund. Na dann. Verlassen Sie mich dann. Wenigstens konnten wir uns alle ein wenig ausruhen. Ich will nur sicher gehen, dass du bereit bist. Spielt keine Rolle, Quill. Ich versuch's sowieso. Ich weiß, dass du bereit bist. Ich bin Groot. Na, bereit, Drax zurückzuholen? Bereit? Nein. Aber je länger wir warten, desto weiter driftet er ab. Dama. Okay, geht weiter. Ach, bitte nicht. Weißt du, wo wir sind? In einer verflammten Lagune. Wie oft muss ich es euch noch sagen? Ich mag Wasser nicht. Hey, ich bin nicht hier gelandet, okay? Das war Drax.
Das Zeug ist ekelhaft. Das meint ihr nicht ernst? Ja, das ist das Schlimmste. Rocket, bist du in Ordnung? Es reicht. Ich hasse Wasser. Ich hasse es, nass zu sein. Und ich hasse es, nicht bezahlt zu werden. Wir sind nicht hier, um bezahlt zu werden. Wir sind hier, um Drax zu retten. Leute, wir sind auf Lamentis, Heimat der Priester von Parma. Sehr religiöse Irre, klasse. Das sind keine Irren, das sind pazifistische Exilanten von... Pazifisten? Das ist ja noch immer. Die werden es vom Drax. Du hast sie auf Nowhere gesehen? Das ist der letzte Ort, wo ich Priester erwarte. Exilanten von wo? Hala. Sie entgingen vor vielen Umläufen der Verfolgung der Kree. Jetzt gewähren sie notleidenden Zuflucht und Schutz. Und du warst schon mal hier? Sag mir, dass wir keinen Ozean überqueren müssen. Nur ein Teil eines Ozeans. Fall nicht rein, dann wirst du auch nicht nass. Und woher weißt du, dass Drax nicht reingefallen ist? Gamora, gibt's was, das wir wissen müssen? Über das, was uns erwartet? Lamentis ist eine Zuflucht. Es gibt keine Waffen, keine Konflikte. Die Priester, sie leben im Jetzt. Sag nicht, Mentos ist das Versprechen auch niemals Lamentis. Und wir haben hautnah erlebt, was mit solchen... Verlogener Schurke! Wo ist sie? Natürlich ist Lamentis auf Lamentis. Lass ihn runter! Drax! Mann, Alter, beruhige dich! Sie hat mich hergerufen, um meinen Schmerz zu heilen. Rocket, hilf uns hier mal! Na toll. Hi, Leute. Oh, man, das kann was. Ich dachte schon, wir müssten gegen ihn kämpfen. Mantis? Wie hast du... Was? Ach das! Von Laisau habe ich die Kunst gelernt, einen einzigen Punkt mehrmals zu treffen. Von Laisau? Oder bringt mir auch ein anderes Spiel noch bei? Ach, dem fiesen Grünen geht es gut. Halbwegs jedenfalls. Was tun wir alle hier, Mantis? Ich habe ihn hergerufen. Auf Nowhere. In seinem Geist habe ich eine Zeit gesehen. Die Lügen sind wie Fesseln. Was hätte ich da tun sollen? Ihm vorsichtig beibringen, wo es lang geht, klar, oder? Shh. Alles gut. Bleib bei mir. Still im Dunkeln. Und so meint es ihn jetzt befreien kann. Noch so eine von deinen Freunden, Quill? Oh nein. Nicht in dieser Zeit. Na los, zur Gruselhöhle geht's da lang. Zur was bitte? Zur Gruselhöhle, wo sich unsere dunkelsten Zukünfte treffen. Mensch, entstört sie ihn jetzt. Dunkel wie in Unbekannt, nicht böse. Es könnte böse werden, aber nicht böser als in den Zukünften, die ich schon kenne. Denn die waren definitiv böse, sehr böse. Ihr wollt nicht wissen, wie böse. Könnte die vielleicht mal jemand übersetzen? Ich bin Groot. Die Sache ist... Oder war, welchen Teil der Sache hatte ich schon erwähnt? Diese Gruselhöhle. Ach ja, die. Großes, starkes Herz trägt so tiefe Trauer in sich. In jeder Zukunft ist er der Verführbare. Und in manchen davon retten wir ihn. Hier. Hoffentlich in dieser. So, da wären wir. Hier sind die Wurzeln der Kotati. Also, nur um das klarzustellen, da gibt's eine Zeitlinie, wo du und ich... Peter, zur Sache. Klar. Was waren noch gleich Kotati? Ich bin Groot. Pflanzenwesen wie Groot, nur uncool. Die Kotati sind hochentwickelte und hochheilige Pazifisten, die uns an ihren meditativen Kräften teilhaben lassen und die Geheimnisse der alten Höhle hüten.
Könnten Sie mit dem Hüten mal pausieren? Auf keinen Fall. Diese Aufgabe nehmen Sie sehr ernst. Die einzige Chance einzutreten ist, an Ihre grenzenlose Weisheit zu ab... Ich bin gut! Hätte es aber geklappt. Ich kann nicht mehr reden. Wir sind drin! Sehr gut geklappt. Und Wörter, Sätze. Blablabla. 3, 2, 1. Ja. Und wonach suchen wir nochmal hier drin? Sie weiß es nicht. Nach irgendwas, das Drax helfen kann. Ach, und da hören wir auf das, was diese Psycho-Tussi sagt? Sie ist keine Psycho. Gruselig? Ist wirklich gruselig hier. Ja, eher tödlich. Sind wir sicher? Such die Höhe nach etwas, das Drax helfen kann. Er schien ganz in Ordnung zu sein. Meine telepathische Kontrolle wird nicht anhalten. Nur die Freunde des fiesen Grünen können ihm helfen, die Lügen der Matriarchin zu durchschauen. Und das passiert nur hier. Dann wollen wir mal. Nebula war nicht deine Schuld, Gamora. Das weißt du, oder? Wovon redet sie da? Nichts. Wahrscheinlich eine andere Zeitlinie. Oh. Das hätte ich beinahe nicht rechtzeitig gespürt. Denkt alle daran, dass wir wegen Drax hier sind. Allerdings wäre es einfacher, wenn wir eine Ahnung hätten, wonach wir suchen. Oh, natürlich. Es ist immer einfacher, wenn man Dinge weiß. Also, weiß. Aber du weißt. Okay, was er verdient, weißt. Dieser Ort ist total instabil. Oh nein, nicht alles. Nicht dieses Mal. Glaube ich. Beruhigend. Oh, Gamora. Ich habe auf Nowhere eine herzallerliebste Puppe gesehen. Du würdest sie lieben. Noch mehr Wasser? Was ist los mit diesem lausigen Planeten? So schlimm finde ich ihn gar nicht. Er wird tödlich und kalt und nass. Bleibt einfach in Bewegung, sobald ihr drin seid. Komm schon, Rocket. Ein bisschen Wasser wird dir nicht schaden. Gut, durch Ertrinken ist in Struppis Alternativzukünften durchaus häufig. Ich bin sicher, ab jetzt wird's trockener. Oh, da irrst du dich gewaltig, Harm. Hü! Und Hot! Mist! Das war ganz schön knapp. Dabei erwischt es Gamora manchmal. Das bezweifle ich. Bist du sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind, Mantis? Ich denke schon. Okay, rüberspringen können wir hier nicht. Wir müssen uns umsehen und einen anderen Weg finden. Willst du darüber reden, kleiner Struppi? Sehen wir uns das hier mal an. Vielleicht ist da ein anderer Weg. Flüsschen. Tja. Ah, Gamora. Spielt ihr es auch, Sir Groot? Moment. Ich glaube, ich habe hier drüben was, Peter. Okay, Gamora. Gehen wir hier rauf. Ich könnte einfach ein paar Felsen sprengen. Oh nein! Ich traue ihm zu, dass er uns dabei umbringt. Wie lautet dein Grund? Ich habe zu viele Zukünfte gesehen, in denen Struppi in dieser Höhle umkommt. Rocket, meinst du hast Glück? Jo, ihr Genie. Das geht also bei mir zu klingt, dann bin ich das Müll aus. Wenn ihr es lösen könnt, dann ist unsere Brücke. Problem gelöst. Du ignorierst nach wie vor das größere Problem, dass wir nicht wissen, was du überhaupt suchen. Konzentrier dich nicht auf das was. Konzentrier dich darauf, was er dir bedeutet. Ach. Denk an all die Male, wo Drax etwas für uns getan hat. Nenn mir nur eins. Als er uns in dem Bergbauschiff den Arsch gerettet hat. Sport, er hat deinen Arsch gerettet. Oh, das ist aber echt viel Sport auf unseren verflagten Kollegen. Drax ist schon oft für uns da gewesen. Wie auf Sacknaff, als uns das erste Mal dieser Tiger mit dem Krakengesicht angegriffen hat. Wer? Dickerchen? Und als uns beim zweiten Mal Dickerchen angegriffen hat. Mantis, sollten wir uns wegen dieses Nebels Sorgen machen? Ich bin auf jeden Fall schinken. Oh oh. Mega-Fähigkeit freigeschaltet. Schild von Spartax. Star-Lords Entscheidung, sich dem Albtraum diesen Dreck zu stellen, hat sein Selbstvertrauen gestärkt. Er kann sich jederzeit jetzt kurzzeitig bei völliger Unverwundbarkeit im Schlachtfeld bewegen. Aha. Dann nutzen wir die Zeit, um anzugreifen. Vorwärts!
Oh shit. Vielleicht ist das Dickerchen. Oh shit. Gib's zu, du vermisst Drax. Ich würde ein wenig mehr Hilfe nicht ablehnen. Hoffentlich ist es keine Schamale, wo es dein Gesicht trifft. Jetzt könnten wir Drax wirklich brauchen. Er wird es bedauern, dass er das verpasst hat. Werf die Drakenkatze um. Da was. Okay, ich nehm's zurück. Es wäre nützlich gewesen, den normalen Drax dabei zu haben. Wie stehen die Chancen, dass die Dinger hier leben? Moment, Level Up oder was? Ja, 3 Punkte. Ruhe des Hurrikans. Ah, sehr schön, nur 3. Ein Drax, der uns gar nicht helfen kann. Stampfen und Hammern. Gut, ist immer sehr hilfreich. Da kriegt er das. Hammutgriff. Gut hält ein großes Einzelziehen in Position. Verursacht mittleres Taumeln. Vielleicht stammen sie gar nicht von Zegnarf. Und Hellbender hatte sie ursprünglich von hier. Oder vielleicht ist Hellbender hier und verfolgt uns bis zum Ende der Galaxie, weil sie unseren Tod will. Hellbender hat sich inzwischen wohl anderen Dingen zugewandt. Sie hat uns gerade erst Leute auf den Hals gehetzt. Wir haben ihr Lieblingsmonster erschlagen, Quill. Das wird sie in keiner Zeitlinie jemals vergessen. Okay, okay. Wasser, Nebel und Monster. Was zum Flock ist bloß los mit diesem Ort? Es gab hier schon immer eine große Macht. Die Priester... Was zum Flock? Das sind zwei. Das sieht gefährlich aus. Mantis, haben diese Dinger irgendwas mit dem zu tun, was wir suchen? Nicht eindeutig. Aber ich denke eher nicht. Was meinst du, Quill? Neue beste Freunde? Eher nicht. Nein, ich glaube nicht, dass du mit denen kommunizieren kannst. Hackfleisch! Gamora hat die unten Groot! Ich fühle mich wie ein Matador! Du wirst gleich noch was anderes fühlen, wenn du nicht aufpasst. Das ist ein Ausschalt an den nächsten. Jetzt könnten wir Drax wirklich brauchen. Ach, schon gut, ihr seid beschäftigt. Drax würde diese wandelnden Panzer wahrscheinlich bewundern. Sind wir sicher, dass sie nicht verbannt sind? Der einer tot. Oh, scheiße. Das ist der Lohn dafür, dass wir der Käfer-Lady folgen. Wenigstens ist hier nicht dieser unheimliche Nebel. Ach, scheiße, ist wieder aufgestanden. Ich hab so viel Spielzeug und würde es so gern mal benutzen. Wieso ist der wieder aufgestanden? Haha, zu langsam. Aber sie haben es versucht. Das ist gleich ein anderes Muster wie hier. Freuen Sie sich nur sehr, uns zu sehen. Darauf würde ich nicht kommen. Das war das. Die müsste ich kennen. Oh, Gott. Nein, ich glaube nicht, dass du mit denen kommunizieren kannst. Matador! Du wirst gleich noch was anderes fühlen, wenn du nicht aufpasst. Finde sie fest, Groot! Ah, shit. Welche attackiert? Diese Dinger kaum an! Jetzt könnten wir Drax wirklich brauchen! Dann stell ihnen ein Bein und sieh zu, wie sie umfallen. Ah, Dreck. Hey, Quill, willst du ein Feuerwerk sehen? Zeig's ihn, Groot!
was. An diesen Teil erinnere ich mich. Hier passiert etwas Schlimmes, etwas, das wir vermeiden müssen. Mantis? Hier drüben. Okay, ich mag Drax genauso gern wie ihr alle. Das aber ich habe diese blöde Höhle hier mit offiziell satt. Was passiert du, hier schon? Siehst da draußen etwas, Mantis? Viele Dinge. Zu viele Dinge. Schatten einer Zivilisation, die einst hier lebte. Verzweifelte Gesichter, die wie ich künftige Schrecken sehen können. Und andere Schatten. Unsere. Nicht unsere. Eine Gestalt, die uns jetzt beobachtet. Oder uns damals beobachtet hat. Ich sehe Felsen und Kristallgebilde. Eine Statue, die aussieht wie ein Gesicht. Noch mehr Felsen. Deins gefällt mir besser. Ich sehe etwas anderes. Ich sehe Freunde, die bereit sind, für einen Freund zu sterben. Naja, ich hoffe, dass es dazu nicht kommen wird. Ich auch, Star-Typ. Ich auch. Hallo? Bist du das Steingesicht, das wir suchen? Ich weiß nicht, ob ich will, dass es antwortet. Solange es uns hier rausbringt. Ach, was soll's. Auf geht's. Ja. Das war die Realität, in der wir gestorben sind. Deine Rinde kribbelt? Ich würde ja fast ins Wasser springen, wenn das gruselige Kribbeln dadurch wegginge. Okay, da passiert nichts. Alle können den kleinen Blut durch. Der Grüne ist in einem Ozean aus Lügen verloren. Wir müssen ihn ans Ufer bringen. Rocket, kannst du da reinkriechen? Wozu? Damit was immer da drin lebt, mich fressen kann? Die Steingesichter. Was immer wir suchen, befindet sich jenseits oder unter oder hinter einem dieser Gesichter. Na, was meinst du, Rocket? Ich wette, du kannst für uns einen Weg zurückfinden. Okay, wie auch immer. Hier drin riecht's nach faulen Stacheleiern. Okay, ich mache die Ladung scharf. Trete zurück! Ich glaube nicht, dass das die ist, in der er uns umgeht. Okay. Bis da kamen wir her. Vielleicht sollten wir hier mal weiter. Tja, schwerer Felsen, ja, Drax kann das jetzt hier nicht. Schweres Hindernis. Das bin nur Drax-Brücke bauen. Da hoch vielleicht. Haben Sie auf den Teil erwähnt, dass es dumm ist, ihn zu betreten, weil er einfach super gefährlich ist? Oh ja, er ist sehr gefährlich und uralt. Eine uralte Gefahr. Oder war es? Ist es immer noch? Irgendwas? Okay. Ah, so. Dieses Gefühl. Das Fell in meinem Nacken stellt sich auf. Ich spür's auch. Hier ein paar Augen, das dich beobachtet. Interaktiver Ankerposten. Brüchiges Material. Sind die Kristalle recht hübsch? Na, ich habe schon bessere Formationen gesehen. Sie sehen aus wie normale Silikate. Oh, an ihren Schwingungen ist überhaupt nichts normal, kleiner Struppi. Dann sind sie vielleicht sogar ein paar Units wert. Für den richtigen Käufer, versteht sich.
bringt doch alles nichts. Interaktiver Riss. Drüben.